Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu dem zweiten Part der Sexfragen. Und ja, Giorgio und ich haben mal wieder aufgenommen und gestern kam der erste Part hoch. Der ist gerade unten verlinkt, also bevor ihr das Video schaut, schaut erstmal den ersten Part an, denn dann geht's jetzt weiter mit dem zweiten Part. Und ja, wir werden auf jeden Fall mehr davon aufnehmen. Also ihr habt uns auch gezeigt, euch gefällt es ja auch. Also schreibt die nächsten Sexfragen schon durch in die Titel, damit wir für die nächste Folge schon was haben. Und vergesst nicht, den gestrigen Teil zu gucken. Und ja, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Okay. Angenommen, deine Freundin und deine Mutter tauschen Gehirne. So, dass deine Freundin das Gehirn deiner Mutter hat und deine Mutter das deiner Freundin. Nein, die Antwort ist nein. Wenn du mit einer beiden schlafen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Digga, was würdest du machen? Digga, gar nichts, Alter. Echt nicht. Das ist echt eine Scheißfrage. Ey, Digga, warum? Ja, weil das ist echt, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, wenn ich müsste, dann meine Freundin. Mit dem Gehirn deiner Mutter. Digga, das ist... ich würde. Ja, die Frage ist auch übelst heftig. Die Frage ist die beste, die ich jemals gehört habe. Ja, Digga, du müsstest dich entscheiden, für wen? Also für wen? Mit deiner Mutter? Also mit ja, auf jeden Fall meine Freundin. Mit deiner Mutter? Ja, weiter, nächste Frage. Okay. Es geht ja um den Körper, weißt du? Okay. Ja, das ist echt schlimm. Digga, was würdest du denn nehmen? Digga, ich schalte mich da raus. Das nervt mich übertrieben, Alter. Okay. Nee, das ist eine behinderte Frage. Boah, Digga, das hat ein Abonnent von dir geschrieben. Ja, okay, nächste Frage. Okay. Was, Frage Nummer 8, was würdest du tun, wenn eine Frau beim Sex die ganze Zeit lachen würde? Stell dir vor, die hat die Lache wie ich und die würde die ganze Zeit lachen. Digga, stell dir das einfach rein, du steckst rein und sie fängt an zu lachen. Würde ich fragen, ob es kitzelt. Und dann, wenn sie sagt, nee, das ist nur ein Fetisch von mir, ich lach immer. Würde ich fragen, ob sie eine Behinderung hat? Was? Würde ich fragen, ob sie eine Behinderung hat? Okay. Ich fand die Frage richtig lustig, Alter. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 9. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, Alter. Mein Gesicht tut schon wieder weh, weil ich zu viel lache. Okay, Frage Nummer 9. Wie findest du schwarze oder gelbe Frauen? Oder gelbe. Digga, wie findest du die? Hä? Gelbe Frau. Ja, Digga, sag mal. Hä? Asiaten oder was? Genau. Digga, warte kurz. Okay, also. Ich finde Asiaten gut. Ja. Also auf Asiaten auf jeden Fall, nur dieses Rumgequietsche nicht. Und ich finde Asiaten nicht mehr so. Welches Rumgequietsche, Digga? Ja, Asiaten quietschen immer übel rum, weil sie so einen großen Penis nicht gewohnt sind. Okay. Ja, also sprichst du aus Erfahrung oder was? Ja, nein, ich spreche nicht aus. Ich habe noch nicht mit einer Asiatin oder sowas. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe auch nicht mehr den Gefallen an Asiatinnen, seitdem ich in der Disco war damals. Und ich habe die tanzen sehen, die sind die ganze Zeit so rumgehüpft. Und ich habe mich gefragt, was ist los da, ne? Das war übel abtörend. Seitdem habe ich nicht mehr so den Asiaten-Fetisch. Und zu Schwarzen? Kommt drauf an, wie schwarz. Nein, du verstehst mich falsch, ne? Also ich meine einfach, dass... also kommt drauf an! Nein, also ich meine, es ist also... also es ist so... ich komme nicht mehr klar, Digga, das ist...
Erinnerst du Folge der Welt? Boah, Digga, die ist geil, die Folge. Ich also, liebe die. Pass auf. Ich liebe diese Folge. Ich finde, und dieses milchig-schwarz gut, also dieses bisschen hellere. Schoko. Ja, genau, also dieses bisschen dunkel, das finde ich gut, ne? Finde ich gar nicht so schlimm. Ich verstehe auch gar nicht, was so viele dagegen haben. Wenn es ganz schwarz ist. Sorry. Das ist scheiße. Das finde ich erst nicht schlecht. Finde ich auch okay. Aber was ich übel hasse, wenn die so übel fette Lippen haben. Also so richtig dicke Lippen. Digga, ich hab voll das schlechte Gewissen. Oh, welchen Lippen meinst du, Digga? Ich würde heute nicht schlafen können. Was? Welche Lippen meinst du? Ja, es gibt ja diese Frauen mit den übel fetten Lippen. Ja, welche? Ich schick dir mal nachher ein Video, da ist so, siehst du so eine Frau. Egal, auf jeden Fall gibt's da Frauen. Ich meine, oben oder unten? Oben. Achso, okay. Ja, oben. Sonst hätte ich Schamlippen gesagt. Alter, ich komm nicht mehr klar. Ich auch nicht, Alter. Oh, was ein schlechtes Gewissen. Ich meine, das ist so rassistisch hier irgendwie. Wir sehen mal gelbe Frauen, über schwarze Frauen. Na, Digga, das ist doch gerade nicht rassistisch, weil wir die nicht außen vor lassen. Ja, stimmt. Na. Jetzt müssen wir über weiße Frauen. Okay, Digga, kommen wir zur 10. und letzten Frage. Wenn du von einem Magier verflucht wirst und du wegen dem Fluch keinen Sex haben könntest, aber den Fluch brechen könntest, indem du Sex mit einem Mann hast, würdest du es tun? Ja. Echt? Ja. Digga, jetzt todesernst. Ja. Du würdest einen Mann in den Arsch ficken. Hör zu, Digga, jetzt hör mal zu, okay? Ja. Jetzt, du kannst nie wieder Sex mit einer Frau haben. Ja. Du bist, ich bin nicht gay, ich weiß es ja, ne? Ich stehe nicht auf Männer, ich einfach so. Digga, aber da erzählst du mir was anderes. Ja, okay, ich kann, weiter. Die sollte unter uns bleiben. Digga, was ist denn mit deinem Bild auf der Toilette von Brad Pitt? Digga, es tut mir leid, Alter. Ich hab dich betrogen, ich weiß. Sei nicht traurig. Doch, Digga, das macht mich unnormal traurig. Okay. Ist mir egal. Nee, ich bin nicht schwul, das weiß ich. Und ich würde das übel eklig finden. Aber ich würde es trotzdem machen, weil Sex ist was sehr, sehr Wichtiges für Menschen. Sogar der Hund poppt manchmal das Bein von. Also der Hund der ist so ein Hund, der heißt Schnurek, ne? Ja. Und der poppt einfach mal manchmal so den Fuß von Menschen. Digga, also, das ist, weil er dich unterwerfen möchte. Das hat nichts mit dem Akt vom Sex zu tun. Ja, ist doch egal. Auf jeden Fall brauchen die es auch. Und Menschen brauchen es genauso. Und ich glaube, du, ich oder jeder andere mit 18 schon oder 20 oder der braucht das einfach. Und nur einmal mit einem Mann. Boah, Digga, das ist kritisch, Alter. Ich würde das, glaube ich, so lange wie es geht vorauszögern. Ja, genau, das würde ich auch machen. Ich würde das echt so lange machen, aber wenn es. Aber Digga, dann würde ich es mit dir machen. Ja, ich auch mit dir. Okay, das. Oh Mann, Alter. Gay! Gay! Ja, so, das waren die 10 legendären Fragen wieder mal. Oh, Leute, tut mir leid, ich muss heute. Das Problem ist einfach, dass es heute ziemlich spät ist und ich nicht so laut sein durfte. Weil meine Nachbarin gleich kommt, dann wette ich mit euch. Digga, bei mir ist das auch so. Ich bin auch nicht so laut, weil meine Freundin nebenan im Bett schläft und deswegen. Hm. Aber ich musste trotzdem lachen, ich konnte mir das nicht verkneifen. Ja, ich auch nicht. auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr zu George wollt, der Link ist oben in der Beschreibung. Und ganz wichtig, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann vergesst auf keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Außerdem vergesst nicht, die Sexfragen in die Kommentare zu schreiben, damit wir für die nächsten Fragen schon, Für die nächste Folge Fragen haben. Eine Sache noch, und zwar, schreibt nach der Frage noch Ja oder Nein hin, ob wir euren Namen im Video erwähnen dürfen. Denn ich denke, das sorgt für ein bisschen kreativere Fragen, wenn ihr im Video angezeigt werdet, denn, ja, manchmal kommen immer dieselben Fragen, also überlegt euch schon ruhig was Kreatives. Und ich überlasse dir das Schlusswort. Ja, Freunde, da würde ich sagen, gebt einen Daumen hoch oder nennt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haushalt. Da würde ich noch sagen, bis bald, aber nicht im Wald. Und euer Danny. Euer Jorginho und da würde ich noch sagen, 3, 2, 1, ciao!